Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ein paar Folgen durfte ich jetzt endlich aufnehmen und ich bin mittlerweile wieder zurück, voll im Hype. Und in der letzten Folge hat man mir was übergeben, und zwar eine Batterie, was aussieht wie ein Schlüssel. Achso, hier war keine Karte, ne? Ich hatte privat, als ich hier mal geguckt hatte, schon was gefunden. Das hier meinte sie jetzt aber wahrscheinlich nicht, sondern ich glaube, hier hinten war noch was. Da waren nämlich zwei Stellen, wo man, also wo das so aussah, als ob man später durchkommen würde. Und hier war, glaube ich, so eine Mine oder sowas. Genau, die Mine haben wir, aber wie sollen wir? Na, ich kann das Ding nicht aus der Hand nehmen. Das ist das Problem. Wie sollen wir das als Schlüssel benutzen? Gibt es hier noch was anderes? Oder meint die das gar nicht auf meinem Grundstück? Brick by brick, plank by plank. Try the battery on the door behind the waterfall. Ach so. Ich glaube, die meint gar nicht bei mir, oder? Haben wir hier einen Wasserfall? Ich weiß, ich habe hier Wasser, aber ich habe hier keinen Wasserfall, ne? Da hinten ist auch keiner. Die müsste man doch von Weitem sehen und hören, oder? Also, ich habe hier nur Wasser. Also, wir wollten ja sowieso in die Stadt gehen und mal gucken, ob wir da noch andere Anleitungen holen können. Übrigens, wundert euch nicht, falls ihr selber spielt und zuguckt. Ich schneide natürlich die, ja, Minute oder was das dauert, bis man hier reinkommt, schneide ich immer raus. Hassian, das ist aber jetzt eine neue Quest, oder? Phoenix Falls. Ich vermute mal. Ach so, das kann man gar nicht so richtig machen. Ja, stopp. Hat das jetzt angenommen? Hat der das markiert? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich glaube ja. Doch, dieses mit Pfeil nach unten, das ist, glaube ich, dann die Markierung. Ich denke. Da hinten. Ja, wie kommen wir denn da? Kommen wir da nur von links rein wahrscheinlich? Ich denke, dass diese Wasserfälle nämlich gemeint sind. Also wenn da schon was steht von wegen Waterfalls, dann nehme ich an, dass das die sind. Frage ist, komme ich da jetzt so hin? Natürlich nicht. Die Frage ist, wie komme ich überhaupt dahin? Weil anscheinend muss ich zu den Wasserfällen selber. Das ist aber nicht so tief, dass ich hier kaputt gehen würde, oder? Kann ich höchstens meine Füße nass machen. Aber ich glaube, mehr passiert dann nicht. Hoffe ich zumindest. Okay, wir schauen hier mal nach. Hallöchen! Was bist du denn für ein Viech? Oh. Irgendwas mit Gewürz. Gewürzsprossen, okay. Aber wo können wir diesen Schlüssel benutzen? Das ist jetzt eine gute Frage. Das Problem ist halt, da steht hinterm Wasserfall. Aber wie soll ich da hinter den Wasserfall kommen? Wenn ich da reinspringe, sterbe ich doch. Ja. Also, wird halt zurückgesetzt, ne? Aber. Das ist jetzt eine gute Frage. Da ist mein Questziel. Ja, das ist ja auch ganz toll. Aber wie komme ich da hin? Hier sind die beiden.
Tja, ich würde sagen, wir machen tatsächlich erstmal die andere Quest, wo wir. Oh nein, sag mir das. Oh nee, das ist der Ashura. Zu dem müssen wir doch noch gehen. Würde ich sagen, dass wir da erstmal hingehen. Also das mit den Wasserfällen ist eine echt gute Frage. Vorne kann ich auch nichts machen. Also wenn ihr dann Tipp hättet, was man da machen kann, oder ob man vielleicht erst später dahin kommt, das kann natürlich auch sein, wenn man irgendwas Spezielles gemacht hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil die hat ja eigentlich gesagt, dass ich es jetzt machen soll. Aber es kann trotzdem sein, dass man da irgendeine Voraussetzung für braucht. Deswegen, bevor ich jetzt hier total verzweifelt in der Gegend herumirre, der ist doch hier in dem Haus, oder? Moment. Ach, der läuft hier rum. Hallöchen. Geh. Einfache Sägemühle. Ja, die möchte ich einmal kaufen, bitte. Anforderungen nicht erfüllt, weil ich zu wenig Gold habe, nehme ich mal an. Benötigt provisorische Axt, Splintholz. Ach so, da müsste ich Bretter mitmachen. Und 5 Kupferbarren. Aber Kupferbarren kann ich erst, wenn ich bei dem einen Typen was gekauft habe. Und alles andere ist bei dem auch noch. Boah, das kann man tatsächlich erst so. Ach so, das ist eine. Ah, gewöhnliche Axt. Mittlere Bäume kann man damit machen. Ah, okay. Kernholzbrett. Och nee, das muss ich extra kaufen. Geschnittenes. Und geschliffenes, härteres Kernholz. Ach so. Ah, nee, das andere Splintholz. Das ist bestimmt dann, wenn man damit dann die Bäume machen kann, kann man die dann hier reintun und das Ganze verarbeiten. Ja, okay. Der Typ ist einfach weitergelaufen. Das ist ja geil. Auch nicht schlecht. Okay. Wie hieß der andere nochmal? Ich habe es mir aufgeschrieben. Hodari. Hodari, Hodari, wo bist du? Die Frage ist jetzt, bist du hier oder bist du eventuell auf der anderen Karte? Zeki, Jill. Jetzt laufen sie alle rum. Die sollen sich nicht bewegen. Die sollen da stehen bleiben, damit ich gucken kann, wer was ist. Ach, du bist Hodari. Ja, sehr geil. Mit dir wollten wir ja sowieso noch mal ein Wörtchen reden hier. Ist aber noch weiter weg. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht vor mir weg. Nee, da kommt näher. Okay. Gut. Welche Richtung? 170. Ja, ich schätze mal, du bist zum Jagen da. Mit dir würde ich auch gleich gerne noch mal reden. Ich will eigentlich nicht alles durcheinander machen, aber ich befürchte, dass wir jetzt vieles durcheinander machen werden von den Quests her. Hi. Dawn. Wie, ja. Du bist zurück? Ja, bin ich. Wie läuft es mit dem Grundstück für dich? Es läuft großartig. Ich würde lieber bei dir einziehen. Gut, wenn du irgendwelche Tipps brauchst, frag mich einfach. Ja, deswegen bin ich ja hier. Wenn du Gegenstandsaufträge erfüllst und Geschenke verteilst, verbessert das deine Beziehung. Erfahre, was die Person diese Woche. Ich habe Nayuma jeden Abend vor dem Zuschlafengehen eine Tasse süßen Blättertee gemacht. Das ist schön. Da meinte sie eines Tages, sie könnte ihren eigenen Tee machen. Ich sehe aber immer noch, dass unser Bestand an süßen Blättern abnimmt. Aha. Achso, ich kann nur Escape drücken. Geschenke machen. Ja, ich habe ja nicht wirklich Geschenke, ne? Gewürzsprossen. Kann man das als Geschenk nehmen? Ich weiß es nicht. Großartig. Noch mehr nutzloses Zeug, um das alte Haus zu verstopfen. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid, habe ich das laut gesagt? Nein. Anyways. Ja, toll. Jetzt habe ich ihn gefunden. Aber ich kann bei ihm jetzt nichts machen, oder was? What is it? Was mache ich heute zum Abendessen? Sure. Build and place the basic.
Obtain the receipt for... Ach so, at mining level 2. Ah. Okay. Wo ist jetzt unser Haus? Da. Ja gut. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich noch gar nicht Level 2. Kann man das eigentlich sehen, sobald ich die in die Hand nehme? Nee. Da muss ich dann noch was mit machen, ne? Wieso kann ich das hier nicht machen? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Das ist doch jetzt ein ganz kleines hier. Na gut. Das sind übrigens auch Wasserfälle, aber vermutlich die falschen. Hier kann ich auch keine Batterie reinmachen. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zum Haus zurück. Das dürfte, ja genau. Jetzt weiß ich schon jetzt, was die mit Grinding gemeint haben, alle. So, wir können aber, das sollten wir vielleicht mal als erstes machen, wenn wir da sind. Eine Sägemühle machen. Ja, die können wir auch machen. Feuerstein. Wo haben wir den Feuerstein eigentlich her? Wahrscheinlich nur beim Abbau von Steinen mitbekommen, nehme ich mal an. So, wie groß ist das Ding? Das ist jetzt, oh, ist gar nicht so groß. Die können wir... Ja, stellen wir die mal. You don't own this land. Hä? This land is my land. What a feeling. Nein. So, Splintholzbrett. Haben wir, glaube ich, jetzt gar keins drin. Ne? Müssten wir vielleicht mal ein paar rausholen hier. Dann tun wir die erstmal weg. Das. Achso, ja, das war der Questgegenstand. Da müssen wir auch noch gucken. Und wieso haben wir nur zwei? Ach so, weil wir so viel verbraucht haben. Okay. Das kommt nach links rein. Es dauert jetzt jeweils eine Minute, bis das da ist. Läuft das weiter, wenn ich hier rausgehe? Ja, es läuft weiter. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, dass wir in der Zeit tatsächlich nochmal was Neues holen. Wir sehen das ja, ob das gleich fertig ist. Also ich denke mal, das hört dann auf, sich zu bewegen. Es braucht halt nur einen Moment jetzt. Und bevor wir jetzt gleich gar nichts mehr haben, müssen wir natürlich erstmal wieder was Neues hier rausholen. So. Gut, das mit dem Grindlastigen müsste man sich vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, wenn das Ganze überhand nimmt. Oh, nee. Okay, das wollte ich jetzt wissen, aber er hat alles jetzt auf einmal genommen. Hier sind nochmal kleinere. Oh, da hinten ist schon was am Wachsen. Sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe zwar keine Ahnung, wie lange die brauchen. Ich hoffe, dass ich meinen Zaun jetzt hier nicht mit abreiße. Das wäre nicht so gut. Steht hier aber auch blöd dran. Ist das fertig? Nee. Das hatte sich gerade so angehört. Aber ist es nicht. Oh, wir brauchen immer noch jede Menge Holz, damit wir... ach nee, wir müssen ja eigentlich gar nicht mit Holz auf Level 2, sondern wir müssen mit dem anderen auf Level 2 kommen. Ich würde auch fast sagen, da wir jetzt schon so ein bisschen wieder was bekommen haben, dass wir in der Zeit, wo wir warten, tatsächlich hier nochmal ein bisschen was von den Steinen machen. Mit ein bisschen Glück. Achso, geht erst nachdem ich blutet habe. Click, you mine 20. Das dürfte zu groß sein, oder? Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Dann sind die anderen wahrscheinlich auch zu groß gewesen, die wir eben hatten. Oder wir können es einfach wirklich nur nicht machen in der Stadt. Das kann natürlich auch sein. So, wir sind jetzt auf Level 2. Obtain the receipt for a stone smelter at mining level 2. Der ist auch fertig, perfekt. Gucken wir hier auch nochmal kurz nach.
Dann können wir die Bretter schon mal nehmen. Ja, mach das weg. So, Splintholz. Macht er automatisch. Okay, wir lassen das mal einfach weiter durchlaufen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und gehen nochmal in die Stadt. So, ich habe jetzt gerade was mit Gardening gesehen. Harvest a Carrot und an Onion. Onion heißt Zwiebel? Echt? Das erklärt einiges. jetzt ist auch ein Ausrufezeichen drauf. Ja, gut. Okay. Kommt der uns entgegen oder rennt er vor uns davon? Ich bin mir nicht sicher. Ah, nee, das ist der andere. Hä? Nee, das ist der andere. Moment. Der ist das, ne? Hudari. Okay, zu dir muss ich auch noch. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich will hier nicht komplett alles kreuz und quer haben, weil dann weiß ich nachher gar nicht mehr, was ich noch machen muss. Oder was ich jetzt schon gemacht habe. Und eigentlich gehört das ja auch irgendwie noch zur Einführung alles. Deswegen, so. Wie ich höre, hast du das Plektrum, das ich dir gegeben habe, gut genutzt. Wenn du deine Fähigkeiten verbessern willst, baue dir eine Schmelze. Der erste Schritt ist die Umwandlung von Steinen in Ziegelsteine. Ich habe noch ein paar andere Rezepte auf Lager, die dir auch helfen könnten. Probier sie aus. Verbrenn dich nicht, glaube ich, hat er dann noch gesagt. Oh, können wir uns gerade noch leisten? Sehr schön. So, Kupferbarren. Es wird zur Herstellung. Kann ich mir nicht leisten oder... Kann ich hier irgendwas verkaufen an ihn vielleicht? Feuerstein ist natürlich doof, wenn ich das jetzt verkaufen würde. Kann ja nicht verkauft werden. Feuerstein kann auch nicht verkauft werden. Wieso steht denn da Gegenstand verkaufen, Leute? Na gut, okay, ist nicht so schlimm. Aber das sieht schon mal gut aus. Dann können wir auch die größere nehmen, um die bessere, also die größeren Dinge abzuarbeiten und so. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, für mich persönlich ist es immer noch sehr unübersichtlich, deswegen muss ich mir immer hinstellen. Nee, ich glaube, von der Seite ist mal gekommen. Ne? Deswegen muss ich mir immer hier eine Zielmarkierung machen, damit ich überhaupt weiß, wo ich dann wieder zurücklaufen kann. Eieiei, aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Es ist sehr, sehr gut, dass man diese Möglichkeit überhaupt hat, so rum. Ich glaube, ich bin hier runtergelaufen eben, ne? Ja, ja, genau, da ist dieses Ding. Daran kann ich mich erinnern. Oder Weg dahin und wo ich gerade bin und alles, das ist dann immer so eine Sache. Ah, Gott. Okay, die Batterie haben wir erstmal verschoben. Na? Ich dachte gerade, da ist einer auf meiner Farm drauf. Das Ding ist nur am Arbeiten. Kann ich die schon wegnehmen? Ja. Ich habe da eben so viel Holz reingemacht und die haben... Das ist nicht euer Ernst. Oh Gott. Okay. Beitragen. Passiert nichts. Ach so. Die kann ich... Gut, Steinziegel kann ich noch nicht machen. Die kann ich jetzt aber hier schon mal... Ja, ja, ja. Okay. Sehr gut. Aber ich brauche 100 Stück und 35. Das ist wirklich Grindarbeit. Da muss ich tatsächlich zustimmen. Habe ich hier noch Steine drin? Habe ich. Ich möchte aber erstmal gucken, wie viel brauche ich denn... Brauche ich ganz sicher auch Holz für, ne? Ah, Basisschmelz. Oh, was ist das? Starkes Fell von einem wilden Sernug. Sernug. Okay. Das schreibe ich mir mal eben auf. Moment. Sernug. Fell dreimal. Also müssen wir jetzt, damit wir überhaupt weiterkommen... Moment, Gegenstand anfragen? Oh! Gegenstand anfragen. Dreimal das Fell, ja. Request bis zu 4 verschiedenen Dingern. Für eine kurze Periode wird das drin sein. Help other... View the open, okay. Gegenstand anfragen, ja. Ich will das aber nicht verstecken. Ich möchte das haben. Aktive Anfrage. Ich habe keine Ahnung. Erfüllen von Aufträgen.
Ach so, und dann kann man anderen das Ganze quasi als Geschenk machen. Okay. Frage ist, bekommt man da irgendwas für? Also irgendwie was Positives oder so? Ja. Karotte können wir noch nicht. Kann man das denn jetzt überprüfen? Steht dann da irgendwas drin? Steht immer noch nur drin, was es ist, nicht wie lange die brauchen. Ah, Moment. Die brauchen aber wieder Wasser. Das ist schon wieder ein neuer Tag. Ja. Ich muss die wieder gießen. Das ist schon ein bisschen lästig, da dann immer dran zu denken, dass die gegossen werden müssen. Weil ganz ehrlich, ich kriege gar nicht so richtig mit, wenn der Tag vorbei ist. Also ich krieg's schon mit, weil alles dunkel ist. Aber so richtig achten, ja, ich habe darauf noch nie so richtig geachtet bisher. Okay. So, dann haben wir die nochmal gegossen. Ich denke mal, vielleicht 3 Tage oder sowas brauchen die. Machen wir das hier auch nochmal schnell voll. Und dann das letzte können wir noch nicht machen. Build in place können wir auch nicht machen. Das heißt, wir müssen erstmal mit. Achso, Moment, was habe ich jetzt hier noch? Ich habe die Steine hier noch drin. Ich sollte die Sachen vielleicht erstmal wegtun, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Das, das und Feuerstein. So. Was ich noch eben machen wollte, mit 7. Ach, das ist nur so eine kleine. Eine Fackel dahinstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut war. Nachher ist meine Picknickdecke kaputt. Und alles steht hier im Brand, aber. Ich vertraue dem Spiel mal, ne? So. Ach so, wo ist der Typ denn überhaupt? Moment. Nein, jetzt sagt mir nicht, dass der gerade jetzt abgehauen ist. Nee, da ist er. Ich wollte schon sagen. Ist der mit seinem Wolf oder was das ist? Könnte natürlich auch ein Hund sein, da jetzt reingegangen. Zum Essen. Ich meine, das wäre cool. Also gerade wenn das ein Wolf wäre und der zahm ist, dann wäre das cool, wenn er damit essen gegangen wäre. Vielleicht kann man den ja auch streicheln. Ja gut, ich glaube nicht, dass man es im Spiel kann, aber. So, da ist der Roboter wieder. Muss mal schauen, was ist da hinten drin? Boah, diese ganzen Namen hier, die machen mich total kirre, weil die überall im Weg stehen. Oh, da ist er. Da ist er. Der hat den wirklich mitgenommen. Hallo. Hallo, Tau. Wuff, wuff. Oh, bist du müde? Oh, ist das süß. Ist das süß. Ist das süß. I've got the best metal you'll find. Das ist toll. Ach so, Moment. Hä? Sie ist die Schmiedin? Okay. Hallöchen, ich heiße Sifu und bin hier die Schmiedin. Aber du kennst mich vielleicht als Sifu, die berühmte Monsterschlächterin. Wenn du schon angeben willst, solltest du etwas berühmter sein. Naja, gut, ich bin gerade erst angekommen, ne? Dann sage ich mal, ich bin gerade aus einer mysteriösen Lehre hier aufgetaucht. Na schön. Da kann ich wohl doch mal ein Auge zudrücken, dass du die berühmteste Monsterjägerin aller 12 Provinzen nicht kennst. Wie eine berühmte Monsterjägerin wie ich in einer malerischen Vorstadtsiedlung wie dieser gelandet ist? Ja. Nun, das ist eine gute Frage. Und zum Glück habe ich eine gute Antwort parat. Als ich Mutter wurde, wurde mir langsam klar, dass es meinen kleinen Sohn in Gefahr bringen würde, gefährliche Tiere zu verärgern. Also habe ich die Dorfschmiede übernommen. Heute stelle ich Klingen her, anstatt sie zu schwingen. Das ist auf jeden Fall besser. Wenn du Ashura siehst, sag ihm, dass ich endlich mal bedient werden möchte. Mein Glas ist schon seit einer halben Sekunde leer. Oh. Stop by anytime. Tau, kann ich jetzt endlich mal mit dir sprechen? Nein, Tau ist der Hund. Moment. Hassan? You're here, Hassian? so I Ah! may as well help. Endlich. Gameplayerin, nehme ich an. Tu nicht so überrascht, weil ich deinen Namen kenne. Ich weiß alles, was in diesem Dorf vor sich geht. Auch wenn neue Leute auftauchen.
Mein Name ist Tassian und meine Aufgabe ist es, die natürliche Ordnung der umliegenden Wälder aufrechtzuerhalten. Sei gut zum Tal, dann werden auch wir uns gut verstehen. Aber wenn du die Natur missbrauchst, dann wirst du es mit mir zu tun bekommen. Ich habe deinen Brief erhalten. Mein, was? Ach, diese vorformulierten Briefe, die ich für das Rathaus unterschreiben sollte. Meine Mutter ist die Schmiedin der Stadt. Ach, das ist ihr Sohn. Ein schlichter Bogen wie dieser ist leicht zu bekommen. Es dauert Jahre, bis man das richtige Jagen lernt. Fang damit an, mit dem Bogen auf etwas zu zielen. Zum Beispiel auf diese Chapas oder einen Sernuk. Vielleicht gelingt es dir ja sogar, dein Ziel zu treffen. Heute war eigentlich ein ganz guter Tag. Ich konnte genug Tiere erledigen, um mir und meiner Mutter ein Abendessen zu machen. Und die Felle werden in Bahari einen guten Preis erzielen. Good. Nein, ich muss widersprechen. Heute ist ein fantastischer Tag, weil ich konnte bisher schon einige Folgen aufnehmen und bin ja jetzt noch bei dieser hier dran. Gut, ich soll einfach auf etwas zielen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch gar kein... Doch, ich habe doch einen Bogen. Rüste den Bogen aus und halte linke Taste gedrückt, um einen Pfeil zu ziehen. Denke daran, in einen Winkel zu schießen. Ja, was für ein Winkel? um weiter entfernte Ziele zu treffen. Kreaturen fliehen, wenn du sie verfehlst oder sie nicht mit einem einzigen Treffer tötest. Die Verfolgung von Kreaturen ist ein wesentlicher Bestandteil der Jagd. Ich hatte es befürchtet. Auf höheren Leveln wird es möglich sein, ja, stärkere Pfeile zu benutzen. Rechts drücken, um die Ammo-Tasche hier, die Pfeiltasche sozusagen, zu öffnen. Continue Hunting. Von jagbaren Kreaturen lassen sich wertvolle Materialien für die Herstellung erhalten. Alle Spieler, die helfen, Wild zu erlegen, erhalten Beute. Achso, wenn andere mittreffen. Okay, das ist cool. Das heißt, man kann also wirklich in der Gruppe dann sozusagen arbeiten. Jetzt muss ich mal eben schauen. Sernuk-Fell brauche ich, weil ich verlasse mich natürlich jetzt nicht darauf, dass irgendjemand sich meiner erbarmt und mir da was schickt. Aber was sind Sernuks? Das ist jetzt die Frage. Sind das diese Rehe? Sonnentropfenlilie. Ach so, hieß die. Hä? Ach so, das heißt, dass da im Moment keins mehr ist, oder was? Okay. Gibt es irgendeinen Tipp, wo ich diese Viecher... Sernuk, glaube ich, hieß nie, wo ich die aufspüren kann? Oder sind das diese kleinen hier? Ich weiß es ja nicht. Ich kann auch nicht... Nee, ich kann mich auch nicht ducken. Ja, ich will eigentlich wissen, was das für ein Tier ist. Okay. Ich weiß aber halt nicht, ob das jetzt so ein Sernuk ist oder nicht. Das Problem ist, wir haben halt nur 19 Pfeile und mit Pfeil und Bogen... Ich würde es lieben, es wirklich real zu machen, aber mit Pfeil und Bogen bin ich echt schlecht in solchen Spielen. Deswegen, ja. Das könnte doch ein Desaster werden heute. So, rüsten wir uns mal wieder aus. Aber da ist nochmal Kupfer, das nehmen wir auch noch mit. Abgesehen davon, dass wir das natürlich dadurch auch leveln, indem wir hier Kupfer einsammeln, haben wir halt Kupfer nicht bei uns. Zumindest aktuell noch nicht. Es kann natürlich sein, dass wir das dann irgendwann in der Mine vielleicht bekommen können.
So. Boah, aber man kann nicht... Oh, nee, komm. Man kann aber nicht allzu nah rangehen, habe ich schon festgestellt. Das ist der hier. Oh, ist das ätzend. Also die Jagd ist wirklich, wirklich ätzend, muss ich sagen. Habe ich das getroffen? Okay, das sind Chapatas. Ich denke mal, Sernuks sind wirklich die großen Viecher, die so schnell weg sind. Oh, ich habe es getroffen, ich habe es getroffen. Oh mein Gott. Ja, ja. Also am Hals ist anscheinend die beste Position, wo man die treffen kann. Oder ich habe sie vielleicht im Vorfeld schon mal getroffen. Das kann natürlich auch sein. Oh, ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es jetzt schon, ganz ehrlich. Kann man nicht einfach eine Falle aufstellen, wo die reintappen oder so? Beruhigen die sich auch nochmal? Oh, sehr schön. Und von vorne scheint auch die beste Taktik zu sein. Wenn man den irgendwie erwischen kann, dass man den von vorne erwischt und dann anschießt. Okay, einen müssen wir aber auf jeden Fall noch finden. Ich will jetzt hier nicht zu schnell laufen, um die nicht zu verscheuchen. Wobei, ich glaube, der ist weg hier. Ah, Mann. Oh ja, es war so klar. Ey, komm. Ich hab den noch voll getroffen. Hallo? Willst du mich hier veräppeln? Okay, rechtsklick, dann kann man das ohne, dass man schießt, machen. Ja. Also ich glaube, es geht tatsächlich nur von vorne. Oh, okay, so, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann sollten wir rein theoretisch... rein theoretisch dieses Ding bauen können. Ich sag das jetzt nur, weil da natürlich immer noch irgendwas dazwischen kommen kann. So, ich glaube, hier können wir, hoffe ich zumindest, mal drüber gehen. Ja, okay, perfekt. Wir sind jetzt... Ach, wir müssen nach rechts. Okay. So. Hier sind auch wieder welche. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich auch direkt mal mit. Hier. Also das mit dem Jagen ist echt schlimm, finde ich. Pfeile haben wir jetzt auch fast keine mehr. Und wir haben gerade mal 3 erledigt, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also wir haben jetzt nicht wirklich viel... ja gut, wir haben 4 erledigt, wenn man so möchte. Da ist halt noch so ein kleines, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Nee, wir müssen unten rum, ne? Also ein kleines gewesen von diesen Viechern, die so schnell laufen. Das haben wir natürlich auch erledigt. Also 4 Tiere mit, weiß nicht, 25 Pfeilen oder was haben wir jetzt benutzt, so ungefähr. Ist schon heftig.
Aber okay. Okay, also positiv. Die Fackel hat noch nichts abgefackelt hier. Wobei die jetzt ganz anders aussieht, komischerweise. Was ein bisschen seltsam ist, dass meine Station hier immer noch dran ist. Ach! Okay, es sind doch wesentlich mehr, die wir jetzt hier bekommen. Oh, okay. So, schauen wir jetzt erstmal hier. Kann hergestellt werden. Ach, steht sogar dann dran? Das kann nicht hergestellt werden, das kann... Ja, stimmt. Ach, cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist so offensichtlich, dass ich es nicht gesehen habe, ehrlich gesagt. Ja, sehr geil. So, jetzt muss ich aber nochmal eben gucken. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Nee, das waren die Emotes. Ja, ja, lass mich hier raus. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Habe ich das über die Craft-Station gemacht? Nee, ne? Herstellungsapparate. Wie habe ich das denn vorhin eigentlich gemacht, dass ich eine Anfrage gestellt habe? Ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken in meinen... in meinen Aufnahmen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade selber nicht mehr. So, wie nah kann ich das machen? Ja gut, so ein bisschen sollte man auch Platz haben, dass das Ding sich bewegen kann. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So. Ich hoffe, ich kann die Sachen dann auch nochmal hin und her bewegen. Ist der Tag schon wieder rum? Nee, ne? Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich kann eh kein G drücken, aber ich drücke die ganze Zeit auf F. Ich glaube, dann funktioniert das tatsächlich nicht. Die Steine hatten wir jetzt, glaube ich, wieder weggetan, ne? Ja, genau. So, die tun wir jetzt mal rein. Kupfer, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt schon zu Barren machen kann. Ah, Fleisch haben wir auch direkt mitbekommen. Und einen gefleckten Schwanz von denen, okay. Ein Geweih. Ja gut, ich weiß nicht. Vielleicht kann man die verkaufen oder was. Die geben nicht gerade wenig, ja. Wird oft zur Dekoration und in der Medizin verwendet. Ich lasse es erstmal drin für Notfall. Wobei ich natürlich schon gerne noch was verkaufen würde. Chapa-Pelz. Okay, durchs Jagen, glaube ich, kann man doch ganz gut Geld machen, so wie das hier aussieht. Ich vermute mal, dass das Fleisch wahrscheinlich auch schlecht wird, wenn wir das nicht grillen. Achso, wir können aber nichts anderes benutzen. Qualitätszutaten. Aber wir können den Pilz nochmal grillen. Das auf jeden Fall. Geht ja auch ganz schnell. Und dann tun wir die Ziegel rein, beziehungsweise die Steine rein, aus denen wir dann Ziegel machen. Wieso erinnert mich das jetzt gerade an Minecraft? So. Die nehmen wir mit. Sehr schön. Die können wir eigentlich auch direkt essen, oder? Essen. Zack, haben wir direkt schon wieder Fokus dazu. Ich komme nicht mehr aus meinem eigenen Menü raus. So. Und das schmeißen wir jetzt in der Folge noch rein. 26 Mal. Oh, das dauert jeweils 2 Minuten. Ja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. In der Zeit, wo das Ganze hier noch arbeitet, werde ich da nochmal ein bisschen hier grinden, damit wir nochmal neue Sachen bekommen. Und werde dann danach die nächste Folge aufnehmen. Nee, werde ich nicht mehr aufnehmen, weil ich muss nämlich gleich los. Ich hoffe inständig, dass das jetzt stabil bleibt. Dass wir jetzt tatsächlich weiterspielen können. Ich werde auf jeden Fall in der Zeit, die ich jetzt offline hier noch ein bisschen was mache, ein bisschen um mich herum noch grinden, weil es ist natürlich zu langweilig, wenn man die Sachen jetzt immer, ne? Wenn ihr mir dann dabei zuschauen müsst, wie ich dann hier die Büsche abholze oder so. Oh, oh, oh. Was ist mit dem? Mit dem können wir auch nochmal ganz schnell reden. Vielleicht hat er noch was Neues. Oh, time for a break. Wie ich sehe, bist du ziemlich fleißig gewesen. Das ist gut, sehr gut. Also, haben Sie etwas für mich? Was denn? Wie ein Einweihungsgeschenk natürlich. Ich hätte da einen halb gegessenen Pilzspieß. Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden. Machen es die Menschen nicht so? Wie seltsam. Wenn hier in Kilima jemand neu in die Nachbarschaft einzieht, haben die Leute kleine Geschenke für ihre neuen Nachbarn dabei. Snacks, Spielzeug und so weiter. Falls du jemals zu einem der festlichen Abendessen meiner Frau eingeladen werden möchtest, solltest du dich überall vorstellen. Okay.
Na gut. Jetzt bin ich tatsächlich verwirrt. Und wir haben schon wieder Post bekommen. Und ich wollte eigentlich diese Folge gar nicht so lange machen. Hodari, sei gegrüßt. Copperbus, Even Keramik und Be Easy. Come see me, I can teach you how to make. Okay. How to make a smelter. Ein Einschmelz. Okay. Haben wir jetzt leider nicht automatisch angenommen. Sei gegrüßt. Oh, 100 Gold, sehr schön. Ist mir egal wofür. Hauptsache, wir haben die 100 Gold. Die nehme ich mit, auf jeden Fall. Na gut, dann muss ich ihn auf jeden Fall nochmal suchen in der nächsten Folge, damit er mir das mit dem Schmelzofen wird das wahrscheinlich... Aber Schmelzofen? Ist das kein Schmelzofen, was er mir da jetzt gegeben hat? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich mache es jetzt kurz und knapp, weil die Folge jetzt schon wahnsinnig lange geworden ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.